Hallo meine kleinen Mini-Freunde, wir machen heute was richtig Angenehmes, denn wir machen einen Joey-Wellness-Tag. Au, sag mal. Oh mein Gott, bist du bescheuert? Halt die Klappe. Leute, passt auf, wir machen auf jeden Fall einen Wellness-Tag und ich freue mich so. Nein. Okay, es reicht langsam. Hör auf, mich jetzt mit irgendeinem Scheiß abzuwerfen. Wir machen heute einen Joey-Wellness-Tag und ich freue mich so sehr drauf. Ich will aber keinen Wellness-Tag. Ich will dich leiden sehen. Okay, Leute. Ich glaube, es wird langsam mal wieder Zeit für ein trauriges Joey. Denn was ist hier eigentlich gerade passiert? Leute, ich glaube, dieses Video könnte tatsächlich das schmerzhafteste Video sein, das ich jemals gedreht habe. Und ich weiß, ich sage das oft, aber wir haben gestern schon eine der vielen Aufgaben gedreht. Und ich konnte heute Nacht kaum vor Schmerzen schlafen. Und damit ich jetzt endlich mal meine Klappe halte. Denn ich weiß, Leute, ihr wollt mich eigentlich alle nur leiden sehen und mich auslachen, würde ich sagen. Let's go mit dem wohl schmerzhaftesten Video ever. Laufe nackt durch deinen Bauernhof. Hä? Hä? Wo ist denn jetzt genau das Problem dabei? Ich mach das immer so. Oh Mann. Gehe 368 Schritte durch ein Brennnesselfeld. Leute, für dieses Video arbeite ich übrigens mit den Volksbanken und Raiffeisenbanken zusammen. Über deren neue Funktion Quid aus der VR Banking App konntet ihr kleine Geldbeträge spenden und damit mitentscheiden, wie schlimm drei Aufgaben für mich wirklich werden. Der gesamte Betrag wird dann übrigens an die deutsche AIDS-Hilfe gespendet, was ich mega cool finde. Und Leute, es ist rausgekommen, dass ich 368 Schritte durch ein Brennnesselfeld laufen soll. Und lasst mich an dieser Stelle einfach mal sagen, es war die blödeste Idee, die ich jemals hatte. Ich glaube, ich bin ready. Joey, so haben wir uns das nicht vorgestellt. Ja, okay. Oh mein Gott, nee, so habe ich mir das jetzt eigentlich auch nicht vorgestellt. Ja, komm, so ist okay. Och Mann, ernsthaft? Ja, mach, los. Mann. Au, au, ah. Oh mein Gott, das tut so schlimm weh. 1, 2, 3, 4, oh mein Gott, das ist so schlimm. 5, 6, 7. Au, es ist... Au, 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 11, 12. Es tut so weh, oh mein Gott, ich glaube, ich kipp gleich um. Wo war ich? Au, mein Fußsohle, oh mein Gott. Oh mein Gott, ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe. Okay. Oh mein Gott. Nein, 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 bitte nicht, bitte, 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 bitte nicht, bitte nicht. Oh mein Gott. Ich muss abbrechen. Das tut so weh, ich schwöre. Oh mein Gott, guck dir meine Haut an hier. Oh mein Gott, wir hätten vielleicht mal googeln sollen, ob so viele Stiche oder was auch immer das ist, irgendwie gefährlich sein können. Leute, macht das nicht zu Hause nach. Ich hätte niemals gedacht, dass es so sehr weh tut. Oh. Rechenaufgaben von Emmy geben lassen. Wenn sie falsch beantwortet wird, darf Emmy dich mit Pferdekacke abwerfen. Übrigens, Leute, ich bewege mich noch nicht so elegant, weil mir immer noch heftig hart meine Haut wehtut. Es ist nicht wirklich besser geworden. Ich habe große Schmerzen. Okay, Emmy, fang an. 51 mal 18. 51 mal 18 sind 5100. Au, das hat mehr wehgetan, als es eklig war. Zweite Aufgabe. 521 minus 1 plus 2 durch 2. Plus 2? Was war? Ich möchte brauchen ein paar nochmal die Wiederholung. Emmy, das ist doch für ein Arm. Nein. Na los, mach halt. Ew, es ist Kacke im Ohr. Aber die ist halt so richtig trocken und krümelig. 18 durch 3 mal 5 minus 16. 4. 4. Hat es gestürmt? 18 durch 3 sind? 6. Nee, ich hab falsch gerechnet. Ich kann mich gar nicht mehr darauf konzentrieren. Erstens habe ich Schmerzen des Todes von diesen scheiß Brennnesseln. Und zweitens krieg ich gleich Kacke ins Gesicht. Leute, wir haben gerade noch mal ganz frischen Kot geholt. Und der ist so frisch, die Kacke ist noch am Dampfen. Okay, Emmy, nächste Aufgabe. 58 durch 6 minus 3 plus 25 durch 8. Oh ja, wirf! Ich hab alles abbekommen. Das ist wirklich noch nass. Boah, Bremsspurenalarm Deluxe hier. Mein schönes T-Shirt. Guck mal, richtiger Kotbatzen an meiner Hand. 80 hoch 10. Ja, wirf! Nein! Oh mein Gott, mein T-Shirt! Oh mein Gott, meine Lippe! Oh mein Gott, das ist wirklich Durchfall auf meinem Arm!
auf meinem Arm. Kannst du Huni auf den Schnabel für 5 Sekunden? Achtung, nur auf den Schnabel. Ich habe mir ein super, super nettes Huhn rausgesucht. Das hat sich super easy fangen lassen, so eigentlich von alleine. Deswegen habe ich eigentlich gedacht, es wird was. Aber jetzt, wo ich so genau vor mir habe, habe ich echt ein bisschen Angst. Das Ding ist, wenn so ein Huhn einmal in meine Lippe reinpickt, dann kann es echt wehtun, glaube ich. Und? Genau, ja, da. Nein, aber doch nicht so rein. Ja, nein, nicht rein. Auf deinen Mund. Oh mein Gott, das dann ist dann. Du nicht mit der Nase. Dann macht der Schnabel auf und öffnet damit meinen Mund. Weißt du, wo man auch so ein Schnabelgerät benutzt? Beim Frauenarzt, das weiß ich schon. Okay, ich mach's jetzt. Wow, oh mein Gott, ich hatte Todesangst, aber Huhn, du warst so nett. Ich. Okay, du darfst jetzt wieder zurück in deinen Stall und alles ist schön, okay? Bitte kack mich nicht an. Emmy darf dir 5 Gegenstände an deinen Kopf tapen und dann musst du mit Wummel spazieren gehen. Leute, ich habe keine Ahnung, was Emmy mir jetzt an den Kopf tapet. Ich habe nur eine Mandoline im Hintergrund gesehen und frag mich gerade, wo sie hier in diesem Haushalt eine Mandoline gefunden hat. Das allererste wird dieser Blumenkohl hier sein. Ich weiß nicht, wie ich das alles auf meinem Kopf halten soll, ohne dass mein Hals bricht. Boah, es ist laut, ey. Aua, es tut jetzt schon weh. Ist ja nicht so, dass mir heute... Wie viel willst du denn noch da drum machen, Emmy? Lass auf! Au! Halt mal. Ja, ich halte eine Mandoline an meinen Kopf, damit du sie dran tapen kannst. Ich hasse Klebeband. Wehe, das geht nicht von meinen Haaren ab. Oh mein Gott. Du hast gerade komplett mein Ohr zugetaped, Emmy. Au, 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 au. Oh, den ekligsten Schuh, den du hättest finden können, oder was? Emmy. Au, der Blumenkohl zieht. Boah, das ist so widerlich, ne? Ich frage mich auch, wie vielen öffentlichen Toiletten ich schon mit diesem Schuh war, ey. Au, 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 au. Also Leute, ich höre jetzt schon richtig nichts mehr. No, Emmy, du hast über meine Augenbrauen geklebt. Ich merke nicht, wie mein Körper einsackt, weil es so schwer ist. Au, au. Emmy. Au, das Buch. Oh mein Gott, Preishammer, nur 4,99. Au! Ich würde mal sagen, mein Job ist getan. Können wir jetzt bitte ganz schnell mit Wummel Gassi gehen? Na komm, Wummel, komm. Komm, Wummel. Sonst rost ich hier gleich komplett aus. Na komm. Prima. Wummel, komm. Au, 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 au. Wummel, bitte komm. Oh, ich fühle mich wie so ein Bergsteiger hier. Na komm. Ganz fein, Wummel. Okay, Leute, und jetzt macht es ab. Macht es ab. Au, 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 au. Au, 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 au. Das ist leider unvermeidbar, John. Das ist alles an den Haaren dran. Au. Au. Au, 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 au. Geht das nicht als neuer Modetrend so durch, Leute? Ich will es nicht abhaben. Au, au, au. Au. Was verstehst du an au nicht? Kannst du mich einfach einmal ziehen und dann ist weg. Au, das war... Oh mein Gott, sind Haare dran. Oh mein Gott. Hä, seit wann habe ich so dunkle Haare? Dusch dich zuerst heiß und dann musst du dich in Eiswürfel setzen. Während du in den Eiswürfeln sitzt, musst du 5 Wörter erraten, die dir jemand erklärt. Wenn du alle 5 Wörter erraten hast, darfst du raus. Leider sind dummerweise die Eiswürfel jetzt schon wieder geschmolzen, aber ich schwöre euch, es ist eiskalt. Oh mein Gott, tut es weh. Oh. Ach du Scheiße, ach du Scheiße. Au, ist das dreckig hier. Okay, wir fangen an. Wenn du jemanden überhaupt nicht leiden kannst, aber du ihn trotzdem magst. Hassliebe. Ja. Die dunkelste Farbe, die es gibt. Schwarz, Schwarzlicht. Oh mein Gott, ja. Wenn du ein bestimmtes Gefühl in deinem Bauch hast, wenn du jemand anderen siehst, Bauchschmerzen. Und du denkst, oh mein Gott, mulmiges Gefühl. Wort, das genauso. Tummy bad feeling. Nein. Das ist alles nichts mit deinem Bauch. Oh mein Gott, ey, wie bitte. Nächste Aufgabe, Joker. Tummy bad feeling over here. Wenn du überhaupt nichts anhast, bist du nackt. Und Nacktbild. Nein. Nackt FKK-Strand. Was ist ein anderes Wort für nackt sein? Nudist. Was ist ein anderes Wort für nackt sein? Von Holz können so kleine Späne. Ein anderes Wort? Hobel. Auch mit SP? Spalten. Nein. Holzspalten. Boah, mir tut alles weh. Ich hab einen in meinem Finger. Splitter. Genau. Ich hab das andere schon wieder vergessen. Was war das vorher? Wenn du nichts anhast. Nein, Splitter. Erst das L. Splitternackt. Oh mein Gott, Splitternackt. Nein, nein, dazwischen kommt noch was. Splitterfasernackt. Genau. Oh, okay, letztes. Wir wollen morgen vielleicht ins Kino. Was ist das denn? Oh. Film, Kopfkino. Genau. Oh. Oh. Ist es normal, dass meine Hände unglaublich rot sind und so aussehen, als würden sie gleich abfallen? Ich will gar nicht wissen, wie es hier aussieht. Trink ein Glas Wasser. Du darfst aber nur deine Füße benutzen. Ich bin in so einer richtigen Gebärposition schon wieder hier. Mit links auch noch. Wieso habe ich es mit linken Zeh jetzt gemacht? Okay, ich hab's. Nee, ich hab's doch nicht. Hä, wie soll ich das machen? Jetzt mal ohne Spaß. Ich kann das gar nicht gerade halten. Okay, ich mache jetzt einfach hoch, okay?
Oh, alles in die Nase. Oh, das hat sich angefühlt wie so ein Tauchgang, ey. Oh, geh weg, du Scheiße. Oh mein Gott. Schick mir mal bitte was ein. Oha, so wird's klappen. So wird's klappen. Oh mein Gott, das war komplett die Nase. Au, au, kennst du das, wenn du so Wasser in die Nase bekommst und dann brennt das? Boah. Ich habe nichts davon getrunken. Leute, übrigens, das hier ist Sebastian, der hilft mir heute beim Dreh. Und der meinte gerade, ich muss es jetzt nochmal machen, weil ich es unbedingt trinken muss. Aber die Bedingung war, er muss mir die Nase zuhalten, weil ich habe keinen Bock auf noch mehr so eine Scheiße. Oh, ich habe nichts getroffen und voll auf meine Hand. Au! Emmy musste ich 502 mal 30 Sekunden auf einem Spielplatzkarussell drehen und dann musst du geradeaus mit High Heels laufen. Ihr habt 502 mal für diese Aufgabe abgestimmt und wenn ich das jetzt mal 30 Sekunden rechne, dann komme ich auf über 4 Stunden und Leute, ich kann euch sagen, vergesst es. Deswegen würde ich sagen, wir machen einfach so lange, wie Emmy kann und dann gucken wir, was passiert. Los! Hui, hui! Oha, jetzt geht richtig ab. 3, 2, 1. Bist du schlecht? Mir ist so schlecht. Okay, wo soll ich hinlaufen? Wo soll ich hinlaufen? Boah. Hey, guck mal, ich bin ein richtiges Topmodel. Passt auf, wir haben gerade festgestellt, dass es so einen Trick gibt, dass wenn man sich auf irgendwas konzentriert an sich selbst, während man sich dreht, man nicht so einen krassen Drehwurm kriegt. Und wir probieren jetzt, ob mir schlecht wird, wenn ich ins Nichts gucke. Oh Gott, ja. Oh Gott, stöhne ja. Ich die ganze Zeit so. Oh mein Gott, das wollte ich gar nicht. Kann ich aufstehen? Oh mein Gott. Oh mein Gott, das ist was ganz anderes. Oh mein Gott, ich komm gar los. Okay, ja, warte, hilf mir. Oh, okay. Emmy darf 294 mal 30 Sekunden mit dir machen, was sie will. Okay, Leute, ihr habt insgesamt 294 mal für diese Aufgabe abgestimmt. Und 294 mal 30 Sekunden sind mehr als 2,5 Stunden. Vergesst es. Aber ich dachte, es ist auf jeden Fall fair, wenn Emmy jetzt 5 Minuten Zeit kriegt, um mit mir zu machen, was sie will. Emmy wird mich jetzt zum Papagei verwandeln. Und ich habe eigentlich keinen Bock drauf. Aber hey, Emmy darf machen, was sie will. Okay, das Erste, was du machen musst, ist diese Duschhaube aufsetzen. Ich mach das mal. Die Duschhaube ist sehr wichtig, denn ansonsten werden meine Haare am Ende weggeätzt. Ich sehe bestimmt so richtig scheiße aus, jetzt schon. Das nächste, was ich habe, ist dieser schöne Kleister. Und diesen werde ich über Joey drüber schütten. Oh, hört auf. Ah! Ich hab keine Lust mehr, ich hab keine Lust mehr. Okay, kann mir irgendjemand ein bisschen Küchenrolle holen und über die Lippen schmieren? Das fühlt sich nämlich gerade ganz komisch an. Oh, sorry. Oh, Emmy, das ist so ekelhaft. Das sieht aus wie Schnodder. Ja, was soll ich denn machen? Niemand kümmert sich hier um mich. Ja, eben nicht gerade rumspucken, bitte. Okay, es geht. Und jetzt bitte meine Lippe ein bisschen noch. Du hast mir alles drüber geschmiert. Wie sehe ich denn aus? Oh mein Gott, ich sehe so eklig aus. Okay, Leute, wir haben hier 1000 bunte Federn. Und die werden jetzt über Joey drüber geschüttet. Oha, ich werde gleich voll schön und sehe nicht mehr so eklig pervers aus. Oh, ich atme gerade ein bisschen was ein. Sehe ich cool aus? Also, du siehst nicht aus wie ein Papagei. Ist das jetzt alles gewesen, oder was? Nein, jetzt brause ich dich nämlich nach ab. Oh, ist das geil warm. Oh ja. Okay, es wird gerade kalt. Oh mein Gott, geht das überhaupt ab? Das ist eiskalt auf einmal. Oh, stopp, mach mal kurz stopp. Ich muss mal kurz aus meinen Augen rauspiepeln. Mach einfach weiter. Oh. Leute, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie froh ich bin, dass ich jetzt endlich mit allen Aufgaben fertig bin, denn es tat so weh. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr auch lachen musstet, dann gebt mir auf jeden Fall einen fetten Daumen nach oben. Ich würde mich sehr darüber freuen. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle auf jeden Fall an die Volksbank und Raiffeisenbanken für die coole Kooperation. Mit deren neuen Funktion Quitt in der VR Banking App kann man super einfach Geldbeträge bis zu 30 Euro an Freunde und Familie senden, ohne überhaupt eine IBAN oder TAN eingeben zu müssen. Bei Beträgen über 30 Euro wird dann eine TAN benötigt. Alle weiteren Infos zur neuen Funktion findet ihr, wenn ihr auf den Link unten in der Beschreibung klickt und dort findet ihr auch die Download-Links direkt zur App. Alle Spenden sind übrigens auch über Quitt eingegangen und insgesamt sind knapp 500 Euro zusammengekommen, die jetzt an die deutsche AIDS-Hilfe gespendet werden und das ist echt mega cool. Und ja, vergesst nicht meinen Kanal zu abonnieren, wenn ihr mehr Videos von mir sehen wollt und dann würde ich auch schon wieder sagen, sehen wir uns bald wieder!